Wieso ist das, war das auf der Karte gar nicht aufgezeichnet? Komisch. Kann man hier nicht irgendwie direkt runter, ohne Schaden zu bekommen? Mist. Wir müssen hier runter. Sonst bekommen wir Schaden. Ja, also eben, wir sind eine Community, wir müssen uns zeigen, wir müssen zusammenhalten, uns gegenseitig motivieren und dann wird alles gut. Und ja, die Qualität steigt halt auch sehr. Also es ist, ja, es ist dann viel spannender, wenn noch jemand mitredet und so. Dann scheinen auch mehr die Videos und so weiter. Jo, jetzt müssen wir. Ja, nach Riera. Okay, hier gehen wir wieder da oben durch. Das ist viel schneller. Und ja, nicht so blöd. Vor allem für mich zum Steuern und so. Als würde Steuern irgendwas Schlimmes antun meinen Händen. Ich habe doch so viele Muskeln. Mein Vater hat schon gesagt, ich übertreibe. Naja. Kann halt sein. Ist auch gut, wenn man übertreibt. Beim Fußball, also beim Sport. Und als ob ich irgendwas aufpassen muss, aufs Herz oder so. Ja, könnte schon mal sein, dass ich irgendwas bekomme, Herzkrankheit oder so, aber lieber fit und motiviert sein, als irgendwie gar nichts machen und fett im Bett liegen oder so. Hui, toll. Also haben wir die Quest auch abgeschlossen. Hier haben wir keine Quest mehr. Ja, müssen wir in Reihe in Fiskay noch schauen, ob wir da Quests haben. Sonst müssen wir halt dann noch wie heißt das jetzt? Dosim, glaube ich, oder? Ja, Dosim. Okay. Ja, diese Dörfchen sind auch besser zum Merken als die von Halsius. Da hatte ich ja Riesenprobleme. Okay, nehmen wir die Quest an. Und wir gehen jetzt. Ja, wir müssen zum Start. Nein, also das werde ich jetzt abbrechen. Das geht mal gar nicht. Nein, das geht nicht. Wir gehen nicht von Riera dort runter und dann wieder hoch zu gehen zu müssen. Das geht mal gar nicht. So, schauen wir mal. Okay, jetzt müssen wir nach Korsum. Das ist viel besser. Viel, viel besser. Jo, also es wird sich halt auch einiges ändern auf meinem Kanal durch den Livestream und so. Die Videos werden natürlich, der Livestream wird dann nachträglich natürlich hochgeladen. Außer ein paar vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es, ja, es ist ein bisschen umständlich, die Videos dann bei YouTube hochzuladen. Ich muss vor allem die Videos irgendwie ein bisschen schneiden oder so, habe ich das Gefühl. Und ja, entweder wird nicht alles drauf sein, aber ja, schau, das ist das Wichtigste. Und sonst kann immer noch jemand anders die Videos haben, sie schneiden und dann irgendwo hochladen auf einem anderen Kanal oder so. Also solche Supporter hätte ich auch gerne. Also das würde mich natürlich auch sehr gut unterstützen, wenn jemand halt einfach ein paar Videozusammenschnitte von den Livestreams machen könnte und dann hochladen. Dann hat er auch etwas zur Profitation, oder? Und ja. Aber das müssen wir alles dann noch anschauen. Also Helfer wären sehr nett. Da würde ich sehr, sehr ja. Ich würde es sehr gut finden und natürlich, ja, ich werde die Helfer auch dann belohnen. Also wahrscheinlich Geld geht nicht, aber
mit anderen, mit zusammen spielen oder sonst irgendwas. Ich habe sowieso so ein eigenes, ja, kleines Motivationssystem. Leute, die mich halt nicht so gut, sich nicht gut benehmen, wie zum Beispiel jetzt einfach dieser Gamersucht X, der hat einfach momentan einfach, ich habe die Nase voll von ihm, er ist richtig kindisch und hat so seine eigensinnigen Sachen. Und ja, da möchte ich einfach nicht mit ihm aufnehmen, vor allem Minecraft nicht, da der Server auch nicht momentan so gut läuft. Goblin Krieger meist, wo sind die? Ah, schauen kurz, wo die Quest hin muss. Okay, nach Ulrin Ashir. Also ich würde jetzt kein Problem hätten gegen Gamersucht X, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ich kann einfach nicht mit ihm aufnehmen. Dann beginnt wieder das eigensüchtige Getun und so. Es nervt halt einfach. So. Einen haben wir. Haben wir schon die Dinge? Nein, natürlich nicht. Wo sind denn die nächsten? Da ist noch einer. Weil die weiß sind, haben sie schon ein paar Probleme. Mist, Fraps hat wieder Probleme. Hier sind große grüne Wespen. Die sind noch schwer, oder? Ja, schwer. Die würden wir wahrscheinlich auch nur mit Mühe schaffen. Aber mit denen könnte man gut leveln. Aber eben, wenn der Killspeed nicht ausreicht, nützt es nicht, wenn wir die orangen Gegner besiegen. Können wir gerade so gut die gelben Gegner besiegen. Aber die blauen sind immer noch die besten zum Besiegen. Die gehen schnell und haben, ja, sind eben ausgeglichen beim Schaden und so. Nein! Oh, ich habe das Schwert. Das tönt schon mal gut. Also, jetzt müssen wir. Diese Minimap könnte auch schneller laden. Okay, dann zurück nach Korsim. Komm schon. 312 Schaden für diesen kleinen Nutzer. Glaub's ja nicht. Da ist ja bei Skyrim auch noch besser. Da stürzt man auch immer in den Tod. Also vor allem am Anfang hatte ich Probleme. Da hatte ich noch Steuerung mit der sensiblen Steuerung. Aber jetzt... Ja, ich habe es zwar schon lange nicht mehr gespielt. Ja, Skyrim könnte ich auch mal wieder ein bisschen Let's Showen oder so. Ich mache mal ein paar Videos, mal schauen, wie sie bei euch ankommen. Und eventuell machen wir dann ein bisschen Skyrim. Weil Skyrim ist einfach ein gigantisch gutes Spiel. Und das muss einfach Let's Played werden. Oder wenigstens im Livestream ein bisschen durchgenommen werden. Und ich habe ja so Hardcore gemottet. Das ist dann ein ganz gutes neues Spielerlebnis. Und ja. Das schauen wir alles dann. Wenn es soweit ist. Alles kommt der Reihe nach. Ich will jetzt nicht so überstürzen. Wahrscheinlich habe ich einfach wegen der... weil ich so bequem, also so naiv bin halt. Also den Ruhm halt nicht so schätze wie andere. Bin ich nicht so berühmt bei YouTube oder so. Oder es ist halt einfach wegen dem Dialekt oder wegen den schlechten Fraps-Aufnahmen, also den Ruckeln oder so, dass die Videos nicht so gut ankommen. Aber
wenigstens wird nicht disliked, also es wird nur ab und zu disliked, wahrscheinlich wegen einem Hater. Und ich glaube, wer das ist, weil es immer bei Minecraft-Video ist, aber eben, ihr kommt schon drauf, wer es ist. Ich will einfach damit sagen, dass wenn ich diesen Hater erkenne und ausfindig mache, dann möchte ich, dass dieser sich das zugibt und es nie mehr macht. Ansonsten muss ich halt Konsequenzen, also bei YouTube wahrscheinlich irgendwelche Konsequenzen an ihn schicken oder so. Also ja, das macht YouTube nämlich den guten Let's Play auch. Weil eben ohne Konsequenzen haben manche Leute einfach freien Laufbahn, können mobben, schlecht tun, haten, alles mögliche. Sollte einfach langsam, die Menschen sollten einfach mal langsam etwas dagegen unternehmen, wenn sie gemobbt werden, gehatet werden oder so. Okay, dann die Quest machen wir dann später da oben. Jetzt ist es einfach mal an der Zeit, die Reisquests zu machen. Wir wollen ja auch leveln. Und wir haben schon relativ viel von den Quests bekommen, sehe ich gerade. Da können wir wirklich zwei Level in diesem Let's Play Aufnahme Session machen, also richtig gut. Ja, jetzt brauche ich die Map schon wieder, so da unten, okay. Was macht die Quest hier unten? Okay, gut. Wir haben einen Ring des tödlichen Blicks kommen, den brauchen wir aber nicht, da wir keinen Aufschlittschaden machen. Also könnten wir schon gebrauchen, aber dann macht der Stab halt einfach 10, 15 bis 25 Aufschlitzschaden, aber eben, es bringt nicht viel. So, Level 29, wir sind 26, das wird noch lange dauern. Vielleicht haben wir bis dann einen besseren Stab gefunden im Handel, bei einem Händler. Mal schauen. Ja, aber es geht fortschrittlich, also mit dem Schützen zum Beispiel war ich nicht so schnell. Letztes. Bei Isius. Ja, das war fast noch letztes Jahr, ja. Aber es macht einfach viel mehr Spaß mit dieser Dame hier. Dann bleibe ich bei dieser Dame. Ich will es durch, also ich werde, auch wenn es lange geht zum Leveln oder so, ich werde es durchsetzen und mit Livestream nebenbei macht es auch viel mehr Spaß zum Leveln. Und euch macht es wahrscheinlich auch viel mehr Spaß, Level anzuschauen als Video. Weil beim Livestream könnt ihr einfach mal irgendwas daneben machen und verpasst sonst nichts. Da man die Videos auch nicht überspringen kann. Ja, leider. Aber im Livestream ist trotzdem gut. Livestream ist geil. Ich schaue immer wieder Path of Exile Livestreams oder League of Legends Livestreams momentan. Und ja, macht recht Spaß mir persönlich. Ach ja, wenn mehr Kommentare unten in die Videos gepostet werden, kann ich auch wieder beginnen, ein paar Umfragen und so zu machen. Oder vielleicht werdet ihr ja mehr motiviert, irgendwas zu schreiben unten. Also ich kann jetzt zum Beispiel eine Umfrage dingen. Also wie findet ihr momentan dieses Let's Play? Also was könnte ich noch verbessern? Was könnte ich anders machen oder so? Würde mich wirklich sehr interessieren. Mir ist die Meinung von euch sehr wichtig, auch von einer einzelnen Persönlichkeit. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir diese Antwort parat stellen könnt. Wir schauen hier mal nach einem guten Stab. Der ist Level 27, macht 37 Schaden. Der ist auch Level 37. Der ist 27, der ist sogar noch besser. Der ist weniger gut. Dann nehmen wir doch den Blitzstab, oder? Ich weiß nicht, Blitz. Ah, das ist langsam.
Der ist schnell. Der ist langsam. Aha, die sind langsam. Dann nehmen wir doch mal einen schnellen zur Abwechslung, oder?